jetzt gleich Pia, weil ich was mit ihr vorhabe. Wir sie verkuppeln mit einem Virologen, aber psch. Ich wollte mit dir mal nach Wolfenbüttel fahren. Ich kenne einen super, super wichtigen Typen, einen Virologen. Arbeitet am Helmholtz-Zentrum in Braunschweig. Ne? Und vielleicht wird er einen Nobelpreis gewinnen. Er sollte dran arbeiten. Gesine und ich lassen uns jetzt heute testen, weil wir ja eine gemeinsame Autofahrt haben. Ich weiß jetzt nicht, wo Gesine ist. Das ist manchmal so ein kleines Problem mit uns beiden, aber Sorry. Ich bin fast pünktlich, oder? Ja. Polizeiabschnitt 17. Super. Verhaften die einen auch wegen Unpünktlichkeit? Das ist jedes Mal wie beim Fahrkartenkontrollieren. So eine krasse Anspannung und Aufregung. Ob man was falsch gemacht hat die letzten Tage? Das ist unser Abstrichnehmer. Ich gehe nur durch die Nase, gehe dann bis an die Rachenhinterwand. Dann muss ich nicht durch den Mund durchgehen. Beim Gaumenbogen haben sie einen relativ hohen Würgegeflex. Die haben sie den abtrainiert. Also irgendwelche Schwertschlucker zum Beispiel, sozusagen, die haben keinen Würgegeflex. Und aber viele Frauen auch nicht. Ja, dann auf geht's. Ganz ruhig weiteratmen, sozusagen. Es kann nichts Schlimmes passieren. Mhm. Die meisten Leute erschrecken sich einfach ganz furchtbar, weil sie nicht glauben, dass es so wahnsinnig tief in die Nase reingeht an der Stelle. So, das war's schon. Ja, es gibt schon ganz furchtbar. Ja, das hat sich echt angefühlt, als würden sie in mein Gehirn leicht reinkommen. Nein, da ist auch eine ganze Menge Knochen dazwischen. Also, da müsste ich jetzt schon eher mit der Bohrmaschine kommen. Mein Auge tränt jetzt. Eigentlich heißt es ja nur an den Bändern, ne? Am besten. So, ja, Sie merken es sozusagen. Also, es ist immer doch. Also, man gewöhnt sich leider nicht dran, wirklich. Also, wie bei deinem Geburt, man vergisst den Schmerz. Blut? Was? Noch nicht Blut, aber kurz vor Blut. Was haben Sie für ein Klientel hier? Also sagen wir, so ein Schauspieler ist so ein unterhaltsames Nebengeschäft. So unter 5% von dem, was wir machen. Ich komme mir viel mehr vor. Es geht ein bisschen auf die Birne. So ein Corona-Test, das ist, also man ist ein bisschen wie bescheuert danach. Genau, und er hat ja auch gerade gesagt, dass er ja mit dem Watte-Ding quasi in unser Gehirn kurz ranschleift. Und wahrscheinlich hat er gerade irgendeine Region getroffen, die... Ich dachte, mein Gehirn... Nee, jetzt hast du falsch verstanden. Wie lange benutzt du denn so eine Maske? 2 Wochen. Unser Testergebnis ist zurückgekommen und wir sind selbstverständlich negativ. Jetzt können wir die Hände nicht mehr voneinander lassen. Außerdem müssen wir auch gut aussehen, wenn wir ankommen. Was hast du gesagt? Nee, nichts. Klingt das gegen mich? Nein. Sieht scheiße aus. Nein, du siehst eben top aus. Noch? In Wolfenbüttel gibt es die berühmte Lessing-Bibliothek. 11 Jahre lang war Lessing Bibliothekar in Wolfenbüttel. Und Wolfenbüttel soll ja tatsächlich einer der schönsten 15 Orte sein in Deutschland. Und Quedlinburg. Ja, da gibt es ein Käsekuchenhaus, was alle total feiern. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es semi-geil. Venedig, eigentlich der schönste Ort der Welt. Und ich sage zu meinem Schwiegervater Günther, ist Venedig nicht einer der schönsten Orte der Welt? Da sagt mein Schwiegervater Günther Knapp, nein, das ist Quedlinburg. Günther Knapp ist dein... Knapp? Nee, der heißt Herbert Knaup. Wir haben ja über die schlechten Tonverhältnisse bei uns nachgedacht. Und wir haben uns entschieden, erstmal das so weiterzumachen wie bisher, weil es zu kompliziert war. Das ist schon cool, einmal als Virologin rumzulaufen. Das ist einfach ein Rollenfach für die ganzen neuen Virologie-Thriller. Das ist einfach so ein Wahnsinn, dass ich vor ein paar Jahren schon eine Virologin gespielt habe. Eigentlich fahren wir solche Strecken, solche längeren Strecken selbstverständlich mit dem Zug. Ja. Aber aufgrund von Corona, my car is my castle in Corona-Zeit. Ihr Castle ist mein Castle. 100 Meter und dann sind wir in Wolfenbüttel. Mal die Scheibe hier wieder putzen, Gesine. Achten Sie auf Kinder. Die sind nämlich absolute Virenschleuder. Ah, schön. Er ist so ein busy Virologe. Ich hoffe, er kommt jetzt überhaupt. Ich finde es auch krass, dass, einfach, dass er Angestellte hat, die uns hierher setzen und uns erstmal ein Warteeis geben. Achso, ja, ich würde ein Aperol nehmen, gerne. Alkohol ist tatsächlich hilft gegen das Virus. Das heißt, ich werde gleich richtig punkten, weil ich mich informiert habe, Gesine. Alles klar. Also das letzte Mal, als ich hier war, hatte er noch keinen Pool. Wie heißt der nochmal? Professor Dr. Dr. Luca Cicinschein. Schein. Professor Dr. Dr. Luca Cicinschein. Ja, voll gut. Ja, ich habe eine ausgebildete Stimme.
Ach ja, du auch. Ich muss erstmal mein Eis aufessen, sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Ach, Milch, der Milch. Und das ist eigentlich gar nicht so gut. Nee. Wie gesagt, Aperol. Schön, dass du da bist. Darf ich du sagen? Ja, natürlich. Okay. Ist ja ein bisschen hart jetzt geworden für uns Schauspieler, weil für uns interessiert sich natürlich niemand mehr. Mm-mm. Niemand will uns mehr in irgendwelchen Zeitschriften haben, sondern euch. Wenn ich irgendwo erkannt werde, ist es jetzt nicht unbedingt, was mir besonders erfreut. Das eine hat mich nach einem Autogramm gefragt. Siehst du? Guck mal, da können wir dich vielleicht unterstützen. Wir könnten zum Beispiel dir sagen, wie das geht mit Autogrammkarten. Ja. Nee, das war einmal. Du hast hier ein Bier stehen, ich habe hier mein Aperol. Mhm. Das heißt, wir sind wahrscheinlich auf dem gleichen Wissensstand, dass Alkohol gegen Corona hilft. Richtig? Wenn da 70%iges Alkohol ist zur Flächendesinfektion, dann hilft das eindeutig. Also wenn ich jetzt 70%igen Alkohol trinke, bin ich safe? Nein, weil das ist ungefähr so wie Desinfektionsmittel. Wenn man die trinkt, da hat man Nebenwirkungen. Ach, das ist der Fehler von Trump. Das war Trumps Fehler, ja. Donald Trump hat da sich was ausgedacht. Der gute Donald kennt sich mit Virologie und ansonsten mit Medizin nicht sehr gut aus. Okay. Bitte keine Desinfektionsmittel, bitte kein 70% des Alkohol trinken. Das kann euer Magen ganz viel beschädigen, eure Därme und kann auch Probleme mit dem Stoffwechsel herausführen. Da kann man davon auch sterben. Ist es wahr, dass das Corona-Testergebnis falsch positiv sein kann, wenn man vor dem Test Schokolade gegessen hat? Das habe ich noch nie wirklich irgendwo gesehen. Ich gehe nicht davon aus. Die Gründe dafür wären, dass aus der Schokolade gibt es etwas im Erbgut von Kakaopflanze, das ähnlich wäre an dem Erbgut von Virus, aber die sind Welten entfernt. Was war dein Spezialgebiet vorher? Bevor habe ich mich ganz viel mit einem Herpesvirus befasst, der heißt Zytomegalovirus, die häufigste infektiöse Ursache von Kinderschaden. Es ist die zweithäufigste überhaupt nach Down-Syndrom. Ungefähr 1 in 1000 Neugeborene leiden ein Lebenslang aufgrund von einer Zytomegalovirus-Infektion, die während der Schwangerschaft stattgefunden hat. Das Kind, der davon ein Problem hat, der lebenslang bedroht ist, wird dadurch taub oder blind oder hat Lernbehinderungen. Viele von diesen Menschen, die wir kennen als taube Leute, sind taub, weil ihre Mutter hatte so eine Infektion. Mich hat damals vor 4 Jahren schon so beeindruckt, als du davon berichtet hast, von Viren überhaupt, wie gefährlich das ist. Wir haben, glaube ich, auch über Pandemien gesprochen. Aber du sagtest damals eben auch so, nee, das kann ganz schnell kann das gehen. Wir haben schon erlebt Pandemien, die die Menschheit sehr schwerwiegend betroffen haben. Die spanische Grippe ist der Beispiel, der in den Medien ist. Aber wir wissen auch, dass die Pest und ähnliche Epidemien, wenn die sich verbreitet haben, haben die Menschen wirklich umgehauen. Der Schwarze Tod im Mittelalter hat ein Drittel der Menschenbevölkerung weltweit getötet. Da sind wir noch Meilen entfernt, Gott sei Dank. Zum Glück haben wir heutzutage dieses Fortschritt der Forschung, der uns ermöglicht, dass wir relativ schnell verstehen, was an der Sache ist. Dass wir Abstand halten sollen oder dass wir Masken tragen sollen. Wir haben PCR-Tests. Im Mittelalter hatten die gar nichts. Die hatten nur Leute so wie heutzutage Donald Trump, die haben sich was ausgedacht. Was da vielleicht helfen konnte und dann mal gucken, was passiert. Und wenn du jetzt Bus fährst zum Beispiel und da trägt jemand einen Mundschutz am Kinn? Es ist klar, dass wir tragen die Masken nicht, weil wir uns selbst schützen, sondern dass wir die anderen schützen mit den Masken, falls wir den Virus haben und wir es nicht wissen. Was trägst du denn für eine Maske? Eine, so eine selbstgenähte oder genau? Ich habe meine selbst gekaufte, aber nicht hier in den Hosentaschen. Also eine aus Stoff. Eine Stoffmaske. Wie lange darf ich denn eine FFP2-Maske benutzen? Sie wechselt halt nach Wochen. Nee, das, man kann die ein paar Stunden tragen und dann wird schon das Filter voll dicht. Die Feuchtigkeit, die wir ausatmen, beschließt die Poren in der Maske und dann eigentlich, wenn man da weiter mit der Maske versucht zu atmen, kommt eigentlich die Luft hier vom Rand. Aber wenn ich die dann 2 Tage liegen lasse und dann kann sie trocknen? Das ist so ein bisschen diese Feuchtigkeit, die wir im Mund haben. Ist einfach nicht eine saubere Feuchtigkeit. Entschuldigung, ich habe eine tolle Mundhygiene. Ich bin mir sicher, aber trotzdem auch mit der besten Mundhygiene. Unser Mund bleibt noch immer ein ziemlich schmutziges Ort. Und wie oft würdest du dann die FFP2-Maske wechseln? Also ich würde sie an einem Tag 2 bis 3 Stunden tragen und das war's schon. Dann kommt eine neue. Aber die FFP2-Masken kann ich nicht waschen, ne? Nee.
Wenn gerade so viel los ist in der ganzen Welt und alle irgendwie mit Hochdruck an Impfstoff, Medikamenten arbeiten, findest du es dann nicht komisch, wenn Christian Drosten Urlaub macht? Es ist bitter notwendig. Wir sind wirklich unter so einem Strom. Wir sind doch Menschen. Was? Das Menschen. Wir sind keine Supermenschen. No. Schon. Doch, doch. Es ist nicht, dass wir über Monate lang 12 Stunden am Tag arbeiten können. Es gibt auch ganz viel Burnout. Das geht aber nicht, weil so viele Virologen gibt es ja gar nicht. Und aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Ich meine, Spider-Man ist auch ganz alleine und muss für Sicherheit sorgen, überall in New York. Ich habe in einem Buch neulich gelesen, dass dieser Spruch aus Spider-Man eigentlich besser läuft, wenn man sagt, aus großer Verantwortung kommt große Kraft. Ich verstehe es nicht. Ja, das, ich erkläre dir das nachher. Wenn du deine Verantwortung ernst nimmst und wenn du ernst nimmst, dass bei so einer Pandemie man etwas machen kann, dann kannst du auch ganz viel bewegen. Steckt hinter Corona ein größerer Plan? Die kurze Antwort ist nein. Es gab schon ziemlich viele Verschwörungen, dass Coronavirus irgendwie in einem Labor gezüchtet wurde. Das haben wir uns tatsächlich auch angeschaut. Es ist ziemlich schnell klar geworden, das stimmt überhaupt nicht. Der Virus hat Ähnlichkeiten mit Coronaviren, die in den Fledermäusen auftreten, aber doch hat vereinzelte Mutationen über den Genom hinaus, die aufgetreten sind, und das ist das Merkmal von Mutationen, die auf die natürliche Art und Weise stattfinden. Es gibt nicht so etwas wie ein Stück an dem Virus-Erbgut, so ein paar hunderte Nukleotiden, die jetzt plötzlich völlig anders aussehen, als die Coronas ansonsten aussehen. Das wäre etwas, was man mit einer genetischen Schere würde einführen. Und das gibt es doch nicht. Das ist ein natürliches Virus, das ist klar. Wenn man wollte ein Virus als Waffe machen, dann würde man es schon versuchen, so zu machen, dass es tödlich ist. Und nicht, dass es in 99% von den Fällen doch vielleicht eine Krankheit verursacht, aber dass die Menschen besser geht. Wolltest du von Anfang an Virologe werden? Oder wolltest du eigentlich was anderes machen und bist dann irgendwie da reingerutscht? Ich habe irgendwann mein Medizinstudium abgeschlossen. Da bin ich in Kontakt gekommen mit einem Professor, der später mein Doktorvater wurde. Ich habe mich immer tiefer in diese Materie entwickelt. Meine Arbeit konnte ich veröffentlichen. Dann auch die Arbeit mit den jüngeren Menschen, die möchten in dem Feld jetzt sich ausbauen. Das ist auch eine super Geschichte. Ich arbeite auch gern mit jüngeren Menschen. Ich merke das gerade bei euch beiden, dass es gibt so, fällt das so ein bisschen einen Zusammenhang wie eine Doktormutter und die Doktorandin. Ja. Unsere Gespräche im Theater sind auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ja. Hast du, wenn du aus deinem Labor kamst, schon immer diese Sachen eingehalten? Nee. Ich habe auch Leute Hände geschüttelt, umgeahmt und so weiter. Das war früher natürlich gang und gäbe. Jetzt kann man das nicht mehr machen. Das wäre unverantwortlich, und aus großer Verantwortung kommt große Kraft. Es gibt ja ganz viele Ärzte, die im Netz sagen, das ist nur wie so ein Grippevirus. Und auch wenn ich Arzt von Grundausbildung bin, versuche ich jetzt nicht mal meine Meinung zu orthopädischen Operationen dort zu streuen, als ob ich davon was viel wissen würde. Muss man unterscheiden, ob jemand spricht als Arzt, der auch Facharzt in der Virologie ist, oder wenn jemand spricht als Internist, der auch ziemlich viele infizierte Menschen hat, wo auch er sicherlich Kenntnisse hat, die gut sind und vielleicht in gewissen Aspekten auch besser als die meinen, weil er direkte Kontakte mit den Patienten hat. Und dann gibt es auch Ärzte, die davon nicht viel, wirklich viel aus der eigenen Praxis wissen. Da müssen die sich auch selbst fragen, ob sie wirklich ihr Senf da geben müssen. Wann ist Corona endlich vorbei? Es kann keiner jetzt so ganz konkret antworten. Wir können sagen, was wir uns hoffen. Ich stelle mich vor, dass wir noch sicherlich in 2020 und größtenteils von 2021 weiter so gehen. Gott, ich dachte, du sagst jetzt in 20 Jahren. Nee, in 20 Jahren. Ich bin erleichtert. Ich kann es euch gar nicht jetzt versprechen, weil es abhängig ist von der Entwicklung vom
Wirkstoffen und Impfstoffen. Bringt es denn dann überhaupt was, einen Impfstoff zu suchen, wenn die Antikörper eh irgendwann ausgeschieden werden, oder bräuchten wir dann eher ein Medikament? Es gibt Berichte, die meinen, dass bei Coronavirus, den neuen, die natürlich erzogene Antikörper im Laufe von ungefähr 6 Monaten weg sein werden. Besonders bei den Leuten, die haben keinen schweren Verlauf, die wurden nicht mit sehr viel Virus infiziert. Somit diese Antikörper haben nie sehr viel Antigen gesehen und es gibt nicht viele Antikörper vom Anfang an. Ein Impfstoff ist was anderes. In dem Impfstoff können wir das Antigen so reinbringen, dass auch die Antikörperantwort dann länger dauern kann. Und man kann testen, ob der Antikörper rückgängig gekommen ist. Und dann, was man macht, ist, man nennt das Boosten. Also ein bisschen wie, es ist 2 Uhr nachts und du bist schon ein bisschen nüchtern, dann trinkst du noch ein Bier. Ja, genau. Das ist zum Beispiel gang und gäbe bei dem Impfstoff gegen Hepatitis B. Wenn man merkte, dass der Antikörper-Titer gesunken ist, dann ist das kein Problem, weil dann bekommen die noch einmal... Einfach nochmal nachimpfen. Das ist ein Problem, das wir lösen können. Wenn man dich einladen würde auf so eine Bühne mit Corona-Leugnern, ja, was würdest du da am liebsten sagen? Du kannst jemandem nicht etwas erklären, wenn er das nicht verstehen will. Ich kann dort Beweise liefern ohne Ende, wenn die Meinung schon gebildet ist. Das war's. Ich sehe nicht ein, wie ich dann diese Menschen jetzt wieder überzeugen kann, dass die sich so auf den Stirn fassen und die sich denken, oh Mann, war ich blöd. Das Wesentliche ist jetzt, dass die Menschen nicht an Corona sterben. Ich glaube, es ist wichtig, dass man jetzt nicht die Corona-Leugner irgendwie klein macht und dass man die verpeinlicht. Weil das kann Sympathien erzeugen. Einfach sagen, okay, das ist eure Meinung. Wir möchten das so agieren, weil es liegt in unseren Ermessen. Das, was wir machen, ist richtig. Wenn ich einen Impfstoff hätte, ich würde mich auch selbst impfen und meine Kinder. Was können die mir dann sagen? Würdest du momentan ins Theater gehen? Eigentlich nicht. Ich gehe hin und wieder zum Tanzkurs mit meiner Frau. Also du bist kein Single? Ich bin kein Single, weil ich mit meiner Frau tanzen gehe. Mit den Groupies, ich meine, das ist doch schon jetzt wahrscheinlich auch hart für dich. Nicht wirklich. Hast du Kollegen, die Singles sind? Also ich habe schon ziemlich viele Kollegen, die Singles sind. Die Wissenschaftler sind einfach so. Das ist eine gute Nachricht. Im Labor auch Doktoranden, die noch Single sind. Ah. Aber nicht alle. Also ich bin jetzt nicht auf der Suche, aber man will ja, soll ja auch nicht in der Company daten. Sie ist auch erstaunlich klug für eine Schauspielerin. Das muss ich jetzt auch einfach das mal, dass du jetzt das... Jetzt so abwertend für Schauspieler jetzt mal, wirklich. Ja, da muss ich ganz bei Lukas, finde ich jetzt gerade auch ganz... Das ist ungefähr, als du würde sagen, der ist ganz gut aussehend für einen Wissenschaftler. Hallo? Das wollte ich als nächstes sagen, das hast du mir aus dem Mund genommen. Oh ja. Falls ich je in meinem Leben nochmal eine Virologin spiele, dann werde ich ein Bild von dir in diesem Hoodie zeigen und sagen, so meine Lieben, hier nix weißer Kittel, ich komme mit einem Hoodie. Geil. Oder guck einfach mal, wie Melanie Brinkmann aussieht. Und wann kriegst du den Nobelpreis? Och, ich glaube nie. Wie gesagt, da gibt es so viele Menschen, die so schlau sind. Da muss man auch sich ein bisschen so einordnen. Für uns wäre es schön, wenn du jetzt einen Nobelpreis gewinnen würdest. Also das wäre nicht schlecht. Das würde schon mich weiterbringen in vieler Hinsicht. Uns auch. Ich kenne schon ziemlich gut eine Frau, die in dem Ausschuss hier die Auswahl von Nobelpreis ist. Cool. Sie hat mir mal erzählt, dass sie sich richtig schwer tun, auch weil, wenn jemand einen Nobelpreis bekommt, dann ändert das sein Leben auf eine sehr, sehr grundlegende Art und Weise. Dein anonymes Leben, den du genießen konntest, ist vorbei. Aber das ist doch eh vorbei. Du bist ein Star. Schau dich um. Ich meine, was du alles erreicht hast hier. Christian Drosten ist ein Star. Ich bin ein bisschen ein Sternchen. Sobald das hier online ist, bist du auch ein Star. Bis jetzt haben wir 158 hier. Ja. Ich habe ja keine Fragen mehr. Ich habe auch keine Fragen. Du hast sie alle beantwortet. Nein. Das ist so typisch. So, man hat nie wirklich alle Fragen beantwortet. Dem Wissenschaftler gehen die Fragen nicht aus. Aber die Zeit geht uns alle aus. Schön. Und da werden immer neue kommen. Man muss sich auch ein bisschen so takten und sagen, irgendwann ist mein Tag zu Ende und jetzt trinke ich noch ein Bierchen und ich unterhalte mich mit Schauspielern oder Freunden und ist auch gut so. Du hast gerade gesagt, dass wir Freunde geworden sind, richtig? Ja. Hat mich sehr gefreut. Jetzt sind wir wieder in Berlin. Hast du gesehen, dass ich
Kapuzen-Ding anhab jetzt. Du hast echt Chancen. Danke. Aber ich finde auch. Bei was? Bei Virologen. Also spielen. Auch privat, aber. Wir haben schon was gelernt heute, oder? Mega viel. Dass Trump ein Idiot ist, wussten wir schon vorher. Dass man als Virologin sich einen Pool leisten kann? Nein, das lösen wir jetzt auf. Das war nicht sein Pool. Na, man kann nicht alles haben. Nee. Ruhm und Pool geht nicht. Nee, das haben wir ja auch nicht. Also wir haben weder Ruhm noch unser Wannseehaus. Also das wäre auch irgendwie ziemlich unfair für all die Arbeit, die wir schon geleistet haben für die Menschheit. 70% Alkohol kann man gar nicht trinken, das war mir auch nicht klar. Was ist ein Absinth, wie hoch? Na, das ist so 40, glaube ich. 40. Ich glaube, neben uns ist Koks-Taxi. Dass es eine Zeit nach Corona gibt. Oh Gott. Das habe ich gelernt. Ich kann es gar nicht glauben, aber ja, daran halte ich mich fest. Daran halten wir uns fest. Wir schauen zuversichtlich in die Zukunft.